So, da sind wir bei No More Heroes, Heroes Paradise. Wir haben es beim letzten Mal erfolgreich geschafft. Wir sind jetzt Rang Nummer 3, der United Assassins Association. Ich kriege dieses Wort niemals hin, es ist furchtbar. Wir haben auf jeden Fall am Ende noch ein japanisches Katana gefunden. Und das bringen wir jetzt Dr. Naomi. Wie versprochen, machen wir es als allererstes. Gucken wir mal, was er noch dabei hat. Vielleicht ein paar neue Chips, vielleicht ein komplett neues Katana. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich war ja schon eine Weile nicht mehr. Das heißt, irgendwas muss er ja für mich haben. Außerdem müssen wir Unmengen an Kohle verdienen. Und wir haben einen neuen Teilzeitjob verfügbar. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das nach den 7 Rängen jetzt gedacht, dass wir einen neuen Teilzeitjob danach kriegen? Okay, ab geht's. Dr. Naomi war, glaube ich, gleich irgendwie hier ums Eck. Da muss ich gar nicht großartig gucken auf der Karte. Ja, das ist die Ecke, wo immer irgendeiner über die Straße läuft, wenn ich hier bin. Ihr verarscht mich doch. Ist doch ein Trick. Ihr wollt doch sterben. Weil genau wie so, da kommt der Typ mit mir mit dem Katana. Fährt mich um. Verteilt mein Gehirn auf der Straße. Mag ich schon gerne. Komische Menschen in Santa Destroy. Das neue Modell? Ja, es ist fertig. Oh, Halleluja. Sehr hübsch, nicht? Schaut euch die Form an. Nur ich kann sowas Hübsches machen. Das glaube ich dir sogar. Oh, okay. Tsubaki MK 11 oder 2. Vielleicht 2 in dem Fall. Okay, das wird auch immer einiges teurer, als ich dachte. Beam-Katana von Naomi gebaut. Strahlenprojektor und Strahlenempfänger können nun gleichzeitig benutzt werden. Was auch immer das heißt, ich möchte es haben. Oh, yes. Sehr gut. Nice. Okay, hast du sonst irgendwas für mich? Nein, scheinbar doch Teile. Also Teile schauen. Habe ich aber alle schon gekauft. Okay. So viel Auswahl hast du. Ich würde ganz gern öfter bei dir vorbeischauen. Ganz ehrlich, wir können aber mal Kaffee trinken gehen oder so. So, jetzt. Einmal oder so. Dann halt nicht. Ich gehe. Ist okay. Sie hasst mich. Verdammt. Wo bist du denn? Da. Okay. Okay, wir haben ein neues Beam-Katana. Das ist cool. Wird uns auf jeden Fall helfen bei den nächsten Rangkämpfen und bei den Attentatsjobs, die wir jetzt annehmen werden, weil wir Kohle brauchen. Weil wir Unmengen an Kohle brauchen. Wir haben jetzt noch, wenn ich richtig schätze, 150.000. Ja, knapp. Okay. Wow, was ist das eigentlich für ein mächtiges Ding, was ich da habe? Irgendwie. Warte mal ganz kurz. Ich kann es ja nicht einfach auspacken. Schade, dass ich das Ding nicht einfach auspacken kann auf der Straße. Also. das Katana, also. Scheiße, wie komme ich da raus? Das Katana, verdammt nochmal. Völlig egal. Ich kann das Ding nicht einfach auf der Straße aus. Das andere auch, ja, das ist völlig richtig. Aber vor allem das Katana geht nicht einfach so. Würde ich aber gerne mal machen. So einfach auf der Straße ein bisschen stabbity-stab-stab. Nicht nur Leute überfahren, sondern auch erstechen. Ausrauben und so. Wäre schon ganz nett, aber können wir leider nicht machen. Egal, brauchen wir auch nicht. Wir haben genug andere doofe Möglichkeiten, Jobs zu verdienen. Wie zum Beispiel irgendwelche Chefs von Pizzaketten töten. Was auch immer das für einen Sinn ergibt. Ich mag Pizza, warum soll ich ihn töten? Gut, wenn die Pizza scheiße ist, hat es vielleicht verdient zu sterben. Also ich habe schon Pizza gegessen, da hätten viele Leute dafür verdient zu sterben. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. So, hallo Twiggy. Ich brauche die Liste, danke. Ich weiß immer noch nicht, ob die wirklich Twiggy heißt. Ich nenne sie einfach Twiggy. Was ist meine Twiggy? Twiggy, Twiggy. Okay, töte alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Der Darkseid-Modus wird dann aktiviert. Die Mission ist erfüllt, wenn die Zeit ausläuft. Warte, der Darkseid-Modus wird aktiviert, wenn alle Gegner innerhalb des Zeitlimits getötet werden. Das heißt, ich habe nichts mehr. Ihr trollt mich doch. Ich mach's einfach mal. Warte mal. Ach, guck mal, lass mal. Wir gucken mal die anderen noch durch. Vielleicht gibt's einen. Oh, Pläne der Pizza. Warte mal. Ach, das haben wir schon gemacht. Ja, okay, ich dachte gerade. Nochmal ein Finale? Dann machen wir das einfach. Der Darkseid-Kampf. Klingt doch spaßig. Also, ich bin mal gespannt, wie viele wie Unmengen an Gegnern auf mich zugeschmissen kommen, wenn ich einen Darkseid-Modus habe. Weil Darkseid-Modus ist ja eigentlich relativ instant für die Gegner. Ein Schlag und dann halt den rechten Stick in jegliche Richtung wabeln. Das könnte ich sogar mit der Nase machen und ich würde es hinkriegen. Gut, wir kennen das Spiel. Klientenpunkt suchen, zum Klient fahren, Leute töten, Geld abgreifen und so weiter. Das Leben in Santa Destroy. Oh komm, ich kann nicht über diesen Kleinwagen springen. Oh fuck, das ist ein Kombi. Hallo, da wo ich herkomme, ist das ein Kleinwagen. Nein, nicht wirklich.
Okay, der sah von hinten um einiges kürzer aus. Was soll's? Man macht solche Fehler nur einmal. Das Problem ist, ich habe diesen Fehler wahrscheinlich schon 10-mal gemacht mittlerweile. Deswegen kann ich mich damit gar nicht mehr rausreden. Geh mir aus dem Weg. Ist mir egal, ob dein Hemd verschwitzt ist. Kidoki. Genau der Zaun, genau dieser Zaun. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an diesen Zaun, da bin ich schon mal hängen geblieben. Ich vergesse solche Zäune nicht. Aber da habe ich ein Gedächtnis wie ein Elefantenmann. Ich vergesse solche Zäune. Wohin muss ich eigentlich? Okay. Dachte gerade irgendwie. Kommt der Sache nicht wirklich näher. Oh. Ach so. Das allseits beliebte hier. Parkhaus. Oh Mann. Okay. Ich sage einfach gar nichts mehr zu Passanten, weil ich meine, es ist im Prinzip schon so drüber schlecht, dass es nicht mehr lustig ist. Egal, Mission los. Habe ich da... Heilige Scheiße, ja! Wie gut ist das denn? Okay. Was ist das denn für ein Dark Side-Modus? Er läuft ganz komisch. Hallo? Ah, okay. Ich muss einfach nur das drücken, was rauf ist. Oder das ist immer Dreieck. What the fuck? Das ist ein komischer Darkseid-Modus. Nein, okay. Ich muss die Taste drücken, die dran steht. Ansonsten Poster nur. Okay, aber 3000 pro Kill ist auch ein Deal, Mann. 3000 pro Kill mit diesem Modus. Wo ich im Prinzip wirklich nur eine Taste, die dran steht, hämmern muss. Wenn ich mir bloß Zielgedanken machen muss, zwar kann ich jetzt mein neues Katana nicht wirklich testen. Ich meine, ja, schneidet gut, man sieht's, aber... Die wahre Kraft zeigt sich erst in meinen Händen. In meinen Händen, nicht in meinen Lenden. Und in seinen Lenden auch schon lang nicht mehr. Und jetzt vor allem nicht mehr. Nachdem er dieses, keine Ahnung, wie viel Klingen ist, im 5 oder so... Voll in den Arsch. Ich glaube, da wirst du auch nicht mehr glücklich an dem Tag. Hallo. Au, Mann. Das ist gut. Das ist gut. Das ist voll die Typenvariante, eigentlich Geld zu verdienen. Also ich muss mal gucken, wie viel ich da letztendlich rauskomme. Wenn ich 3000 für jeden Kill krieg. Müsste schon einiges mittlerweile gewesen sein. Ah, es hätte vielleicht noch klappen können. Aber nein. Gute Arbeit, mal sehen. Also ich habe auf jeden Fall nicht alle. Oder werden die jetzt unendlich weiterkommen? 31, 20 Kills, 60.000. Ey, das ist doch in Ordnung. Gold. Also war ich doch gar nicht so schlecht, wenn ich Gold gekriegt habe. Ich frage mich gerade, ob ich das einfach nochmal machen soll. Wobei, nein, wir gehen mal ins Arbeitsamt. Wir gehen ins Jobcenter. Ich sag Jobcenter, das klingt nicht so ganz hart irgendwie. Arbeitsamt. Ich weiß nicht, Arbeitsamt ist ja im Prinzip nichts Schlimmes. Oder Arbeitsamt gibt es ja auch schon gar nicht mehr. Ja, ich weiß, Agentur für Arbeit. I'm sorry, ich bin ja voll aus der Zeit raus. Agentur für Arbeit. Ist ja vom Prinzip her nichts Schlimmes. Aber das hat irgendwie immer so einen negativen Unterton, wenn man sagt, oh, man geht zum Arbeitsamt. Was ich absolut nicht verstehe, weil man viele Leute geht zum Arbeitsamt. Auch Leute, die Jobs haben, geht zum Arbeitsamt. Teilweise von dem her. Aber das ist irgendwie so... Das klingt was so, wenn... Ja, ich gehe zur Wohlfahrt. Das ist irgendwie genau das Gleiche. Das könntest du in einem Satz sagen. Das eine wäre nicht schlimmer als das andere. Was ich komisch finde persönlich. Ich finde es nicht schlimm, ist dran zum Arbeitsamt zu gehen. Ich warne dir, ich möchte niemals dahin, aber ich finde es nicht schlimm. Miau, miau, fangen die entlaufenden Katzen. Ah ja, genau, das hatten wir ja schon. Und dann, was haben wir denn ganz neu gekriegt jetzt? Skorpione ausrotten! Alles klar. Ich gehe Skorpione ausrotten. Das klingt lustig. Das klingt genau wie eine Arbeit, die ich annehmen würde. Zwar nicht in Wirklichkeit, aber in dem Spiel definitiv. Da kann man das schon mal machen. Soll sich der Travis nicht so anstechen. Ja, anstellen. Hoffentlich werde ich nicht gestochen. Okay, dann wollen wir hinfahren. Ich habe voll überlesen, wo das war. War das da hinten in den Wastelands draußen vielleicht? Würde am meisten Sinn ergeben. Machen sie vielleicht noch eine Fallout 3 Hommage? Oder eine allgemeine Fallout Hommage? Mit irgendwie Red Scorpion oder so? Bin mal gespannt. Aber ich glaube es wahrscheinlich eher nicht. Wobei das extrem cool wäre, wenn sie irgendwie noch so eine
Fallout-Anleihe drin hätten. Das finde ich sehr, sehr cool. Hallo. Die Ja. Ich weiß. Santa des Schwei und seine Regeln. Die Herrschaft über die Skorpione macht dich zu einem Mann. Skorpione sind wie Frauen. Skorpione sind wie Frauen. Okay. Das muss mir irgendwann nochmal bei einem Bier erklären. Ein Mann ist nur ein Mann, nachdem er eine Frau erobert hat. Aber wie wir alle wissen, ist es schwer, ein Mann zu sein. Skorpione haben ein tödliches Gift, genauso wie Frauen, die dich umgarnen und ausschalten können. Pass auf die Babes auf, Mann. Grüß den Skorpiongott von mir, beweg deinen Arsch. Okay, wie funktioniert das? Serum. Ich kann auch gestochen werden, das ist Bullshit. Guck mal, da ist einer. Okay, ich bin im Prinzip wie ein Müll aufsammeln. Also Skorpione sind gleichgesetzt mit Müll, habe ich recht. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht gestochen werde. Sonst muss ich wieder davor rennen, von dem her das ist ein bisschen blöd. Weil ich sonst draufgehe, Junge, und ich möchte nicht draufgehen. Und nein, es sind keine Red Skorpione. Ich weiß zwar nicht, warum die eine Skorpionplage in dem Feld haben, aber hey, warum auch nicht? Warum liegen Minen am Strand? Wait, what? Ah, man! Oh, 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 oh. Dann habe ich genau 20 Sekunden, um zurückzukommen, sonst gehe ich drauf. Okay. Das war blöd. Okay, ich muss vorsichtiger vorgehen. Das gibt auf jeden Fall schon mal nicht so viel Kohle, wie ich es mir erhofft habe. Okay. Alles klar, kann ich weiter Skorpione sammeln? Da sind welche. Ganz langsam. Ich darf nur nicht drüber latschen, glaube ich. Wenn ich daneben stehen bleibe, ist es schon in Ordnung. Okay. Aber die im hohen Gras sind auch, es ist echt blöd zu sehen, weil die jetzt nicht gerade so groß sind und die Kamera jetzt auch nicht so gut zu bewegen ist, dass ich sage, yep. Okay. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Da ist einer drinne. Okay. Da muss ich echt durchsneaken im Prinzip. Und sobald die Taste aufleuchtet, machen. Weil sonst blöd. Weiß Skorpion, da ist einer, den sehe ich doch. Skorpionengift. Nicht gesund. Wenn ich wüsste, dass es immer Kreis ist, würde ich einfach Kreis. Warte mal. Ich drücke einfach mal immer Kreis. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich mach's einfach mal. Ah, da ist einer. Gucken wir mal, was ich sehe, die Taste. Es ist auch Kreis. Ich glaube, es ist immer Kreis. Dann gehe ich doch einfach mal kreisdrückend ins Feld rein. Naja, also so eine Plage ist es ja nicht. Ich habe irgendwie gerade 8 Stück gefunden. Hier fleuchen auch nicht mehr so viele rum. Also bestimmt fleuchen hier viele rum, aber ich sehe keinen. Die Plage sieht für mich irgendwie ein bisschen anders aus. Egal. Skorpione. Jeder Skorpion ist Bares. Nein, irgendwie nicht, sag mal. Ah, da vorne. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Junge. Komm her zu mir. Ja, es ist, glaube ich, immer Kreis. Gut. Ja, gibt nicht viel zu erzählen. Ich laufe im Feld und sammle Skorpione und pass auf, dass ich mir dabei nicht den, ja, meinen Arsch vergifte, sozusagen. Nicht in den Fuß geschossen hat. 10 Stück. Naja. Naja, das hätte man besser machen können. Also da habe ich mich vielleicht ein bisschen blöd angestellt. In 3 Minuten genau ganze 10 Skorpione zu sammeln. Bei Silber gar nicht so schlecht. Okay, also ich hätte jetzt irgendwie noch gar keine Marke erwartet. Gar keine Medaille. Bla bla, dubioser Job. Bla 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 bla, dubioser Job. Ich weiß. Ich weiß. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal mit deinen dubiosen Jobs. Gucken wir uns noch eine Attentätermission an. Da kriegt man auf Anhieb einfach mehr Kohle. Und das ist genau das, was ich will. Mehr Kohle. Deswegen ist eigentlich K-Entertainment genau meine Anlaufstelle, wo ich sagen muss, Twiggy hat, glaube ich, auch nicht mehr so arg viele Jobs. Mach mal auf das Ding, ob da überhaupt neue dazu kommen, weil ich glaube, wie viel sind es denn? Oh, okay, ja, guck mal hier. Da gibt es einiges neu. Oh, 7 für jeden Schlag Amok. Die Mission ist erfüllt von allen Zielen. 7.000 für jeden Kill. Da bin ich aber sowas von dabei.
Vielleicht kann ich auch jetzt mal meinen Beam-Katana richtig testen. Weil Darkseid-Modus und Skorpione töten ist jetzt nicht so wirklich der Nahkampf, den ich mir vorstelle. Ich meine, ja, es ist spaßig und so, klar, aber hm. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja, bla bla bla, Klientenpunkt, Motorrad, bla. Wahrscheinlich ins Stadion, so wie ich das rausgelesen habe, oder habe ich mich da irgendwie verlesen? Ich meine, irgendwas im Stadion gelesen haben, ich habe schon wieder vergessen, irgendwas mit Schlagerarmung. Ich habe nur 7000 für jeden Kill gesehen und bin losgefahren. Mehr Info brauche ich nicht. Wen soll ich töten? Nonnen? Robben? Mir egal. Babykätzchen, her damit. Nein, okay, das würde ich niemals tun alles, aber hey. In Santa Destroy würde ich auch das tun. Wobei bei den Katzen würde das Herz bluten. Robben vielleicht auch. Nonnen? Hä, who the fuck, sind Menschen. Was ist so toll an Menschen, dass man sie nicht töten dürfte? Was ist so toll an Menschen? Gut. Kann ich da mit dem Motorrad rein? Nö, ne? Wäre auch geil. Aber die Leute umfahren. Das wäre schön. Aber nein, meine Wünsche werden mir natürlich nicht erfüllt. So, gucken wir mal. 7000 für jeden Kill. Bin ich mal gespannt. Oh, das ist wieder so ein Baseball. Oh, Baseball Bad Boy. Okay, alles klar. Von mir aus. Machen wir es halt so. Das ist wenigstens schnell viel Kohle. 7000 pro Ding. 1, 2, 3. Okay, wobei. Das sind auch toughere Typen gewesen. Aber es waren schon mal 21000 auf jeden Fall, wenn es 7 pro Typ gibt. Yes! Aber sowas von. Hast du den gesehen, Mann? Fucking Home Run. Alle habe ich mitgenommen. Da bin ich wiederum froh, dass ich das jetzt nicht mit Move gespielt habe, zum Beispiel, weil ich habe ja schon mal so eine Attentäter-Mission mit Move gemacht und die war echt furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war jetzt nicht so wunderschön. Ey, 63000. Immerhin etwas. Und Gold natürlich, wenn alle weg sind. Ja, Move-Steuerung hat Vor- und Nachteile, muss man ganz ehrlich sagen. Also, bei dem Bosskampf hat es mir definitiv geholfen, wenn man schütteln muss. Hoch und runter, was weiß ich nicht. Okay, da hat es mir einfach mal die Aufnahmen verspult. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt war, aber macht auch nichts. Wir haben die Attentäter-Mission ja zu Ende gekriegt, ein bisschen Kohle verdient. Beim nächsten Mal machen wir damit weiter. Wir brauchen nämlich noch knapp 200000, soweit ich weiß. Ja, so knapp, nicht mehr ganz 200000. Das heißt, noch einige Jobs, die wir machen müssen. Bis dahin, haut rein.